Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen immer noch vor dieser Tür. Ich habe die Kamera jetzt wieder umgebaut. Gefällt mir besser. Jo. Gehen wir jetzt einfach mal direkt Kannst rein. Du das Ding hacken? Der Verhörraum. Das war doch, glaube ich, auch der Raum, da wo die Seer gefoltert wurde und wo sie dann so ausgeflippt ist, wie sie die Trisha, also ihre Padawanin, gesehen hat, wie die eine Imperatorin geworden ist. Da ist sie wieder. Triller, nicht Trisha. Triller. Okay. Okay, jetzt heißt es erstmal wieder rausfinden, wie jetzt hier die Angriffsmuster verlaufen. Und du kannst nicht gewinnen. Oha, oha. Okay. Ich brauch was, komm. Sie hat ihre Angriffsmuster eindeutig verändert. Das ist das Ende, Padawan. Haben hier ein bisschen Schaden gemacht. Triller. Ei, ei, du hast sehr viel durchgemacht. Und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Okay, jetzt geht's in die zweite Runde. Ich brauche einen Stimme. Okay, ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall nicht aufs erste Mal. Das wirst du bereuen. Genau wie der Rest deiner Zunft. Okay, die ist nochmal ordentlich zäher geworden. Das ist unschön. Das ist unschön. Dann probieren wir es nochmal.
Also, ich glaube, ich war zu passiv, habe mich zu sehr nach hinten drängen lassen. Ich muss tatsächlich auch aktiver sein, glaube ich. Und gut, also aggressiver unterwegs zu sein, zahlt sich bei ihr scheinbar aus. Und... Oh, nein. Mist. Ganz schlecht gezielt. BD, ich brauche Hilfe. Okay, jetzt sind wir deutlich weiter wie vorhin und haben auch weniger Stims gebraucht. Na, wenn ich es nicht wieder verkacke, ne? Hierher, BD. Das Problem ist, ich kann manchmal echt leider nicht so ganz einschätzen, wann ihre Kombis... Kombinationen vorbei sind. Das ist das Ende, Papa. Nein, 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 nein. Das wirst du bereuen. Ja, komm, 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 komm. Ja. Wir haben sie. Carl. Ich habe das Holocron. Ich muss das tun. Oh je. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Das Atmen, das kennen wir. Okay, das sieht wow. Gut aus. Ist es auch nicht. Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Recht uns! Wir müssen doch jetzt nicht ernsthaft gegen ihn kämpfen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oha. Oha. Fuck, fuck.
Spaß. Ich kann es hinten ziehen. Oida. Oida. Achtung! Puh. Der ist halt. Los, los! Oida. Wo sind wir jetzt hingerutscht? Mist. Wir sind auf einmal total quer gerutscht. Ich konnte mich nicht mehr wirklich steuern. Also entweder habe ich jetzt hier gerade ein Problem im Controller oder... Jetzt geht's besser. Der ist halt einfach echt eine Urgewalt, ne? Irgendwann machst du einen Fehler. Los, weg hier! Oida! Oida! Ja, also er ist echt eine Urgewalt. In den Filmen kommt es ja leider nicht so ganz raus. Ist, glaube ich, auch der Zeit geschuldet. Und damals, da wurde ja auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit da reingesteckt. Wir haben ihn abgehängt. Aber wenn man sich die Comics anschaut, Bücher noch liest, er war halt wirklich mächtig. Auch als Darth Vader. Auch wenn er Körperteile eingebüßt hat. Sie antworten nicht. Werden Sie. Ich bin ganz sicher. Reese, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Sei bereit. Ich habe das Holocron. Aber dir ist nicht geschafft, Reese. Dir? Weiter. Weiter. Ja, los. Gib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Das Ziel ist wieder da. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Zier. Ich kann sie in dir spüren. Zier, Zier. Hey, hör mir zu. Ihr habt noch eine Wahl. Oha, oha. Das ist ein weiter Weg nach oben mit nur einem Atemgerät. Wow. Wow. Marin! Hey! Hey! Hey, Kleiner!
Cal! Sia, ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ja, du auch. Geschafft, Kleiner. Wirklich? Geschafft! Pass bloß auf, Kerl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Wow, warte, halt, Moment! Verzeihung. Oha. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Wow. Ich glaube, das war's jetzt. Wow. Also ich muss sagen, ja, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Story. Das Ende gefällt mir persönlich sehr gut. Lass uns mal kurz rekapitulieren. Also jetzt zum Schluss haben sich echt die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Wir haben ganz klar gezeigt bekommen, dass so gut wie wir jetzt auch sind, wir einfach nicht auf der gleichen Stufe sind wie ein Darth Vader, der nochmal deutlich, deutlich stärker ist. Wir sind mit viel Glück rausgekommen und zum Schluss auch mit Teamarbeit und schnellem Nachdenken. Ich fand's gut, dass der Kerl auch nochmal reflektiert hat, offensichtlich. Über das, was auch die Maren gesagt hat, bezüglich, ob die Kinder jetzt überhaupt in Gefahr sind oder ob sie in Gefahr waren, bevor das Imperium überhaupt von diesem Holocron erfahren hat. Und ja, und dass du die Kinder damit eigentlich eher in Gefahr bringen würdest, sie jetzt seit dem Ganzen auszusetzen. Und von dem her, ich finde es eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Und ja, also alles in allem muss ich sagen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Wir sind immer wieder an gewisse Orte zurückgekommen, haben uns neue Wege freigeschaltet, sind nochmal neue Areale gekommen auf dem Planeten. Die Geschichten wurden sehr eng erzählt, ineinander gestrickt. Was ich sagen muss, was für mich mal wieder eine tolle Abwechslung ist, also ich bin mittlerweile persönlich ein bisschen überdrüssig, so Open-World-Titel, so riesigen, weil es sich mittlerweile eher anfühlt, als würde ich dann arbeiten und irgendeine Liste abhaken, um alle Fragezeichen oder besonderen Orte abzuhaken und so weiter. Und vor allem, natürlich ist es schön, sich mal einfach voll in so eine Welt zu verlieren,
Aber wenn ich eine Geschichte erzählt bekommen möchte, finde ich so eine Art der Erzählung wie jetzt hier deutlich besser. Es ist storygetrieben, wir werden durch die Level, so eine Art Schlauch-Level-System durchgetrieben. Wir bleiben sehr dicht an der Story dran. Und auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen. Muss ich sagen, wahnsinnig tolles Spiel von der Steuerung bis auf ein paar Abstriche. Also wie gesagt, das Rutschen finde ich persönlich kompliziert, beziehungsweise er reagiert nicht so schön, wie es ich mir wünschen würde. Und auch hin und wieder die Steuerung an den Seilen, also in welche Richtung man schwingt und dann auch dementsprechend springt, fand ich manchmal ein bisschen komisch, beziehungsweise ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gerade geschwungen und auf einmal hat es mich dann darüber gedrückt. Also das sind die einzigen Makel, die ich so habe. Sonst ist die Steuerung wunderbar. In Kämpfen ist sie wunderbar. Die Kampfmoves, ich fand auch von den Machtkräften her und von den Fähigkeiten, die wir haben und von den Kombinationen her, eine ausgewogene und gute Mischung. Definitiv. Es war nicht zu viel, dass du nicht mehr weißt, auf was du dich konzentrieren sollst. Es war aber auch nicht zu wenig. Also du hast deine gewisse Taktiken dann rausarbeiten können und ja, und hast sie halt dann auch einsetzen können in der Welt. Also von dem her, alles in allem fand ich es ein wahnsinnig tolles Spiel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke jedem, der es bis zum Ende angeguckt hat, der dabei war, die Reise, sie vielleicht noch gar nicht kannte, so wie ich, oder der einfach mal wieder zurückgeschaut hat und trotzdem mit mir die Reise jetzt begangen hat. Fand ich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ihr könnt mir gerne auch schreiben oder in die Kommentare schreiben. Habt ihr das Spiel selber schon durch? Wie oft habt ihr es durch? Was ist eure Meinung? Wie fandet ihr jetzt die Story? Fandet ihr sie stark? Fandet ihr sie schwach? Was mögt ihr lieber? Mögt ihr lieber Open World? Mögt ihr lieber so Schlauchlevel-Systeme? Lasst es mich einfach alles wissen. Würde mich persönlich wirklich sehr interessieren. Und ja. Und sonst würde ich sagen, danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen, was auch immer ich spielen werde. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ein paar Pläne, die werde ich posten, was ich sonst noch so für Spiele auf dem Schirm habe. Aber wie gesagt, der zweite Teil von Star Wars steht auf jeden Fall auch an. Also das wird kommen müssen, vor allem nach dem Titel. Und ich bin gespannt, was sie verändert haben oder auch nicht, was sie beibehalten haben, wie sie drauf aufbauen. Und ja, würde mich auch freuen, wenn wir uns das gemeinsam anschauen würden. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin alles, alles Gute. Passt auf euch auf und möge die Macht mit euch sein. Shit and think of